Immer spielen Menschen. Generation um Generation erobern Kinder sich ihre Welt. Sie toben und träumen, bauen und zerstören. Sie ahmen Erwachsene nach und leben ihre Fantasien aus. Doch das kindliche Spiel ist wandelbar. Jede neue Erfindung findet früher oder später ihren Weg ins Kinderzimmer. Heute kicken Kinder nicht mehr nur echte Fußbälle ins Tor, sie bewegen den Ball auch per Mausklick am Bildschirm. Dabei sitzen sie still, wie ihre Väter und Mütter in den Büros. Aber soll der kleine Mensch wirklich schon alles spielen, was er als Großer leben wird? Oder tut ihm das nicht gut? Viele Wissenschaftler versuchen, diese und ähnliche Fragen zu beantworten. Sie alle haben sich zunächst die Grundfrage gestellt, was geschieht, wenn ein Kind spielt? Für den Münchner Entwicklungspsychologen Professor Rolf Oerter hat das Kinderspiel drei wesentliche Merkmale. Das erste ist, das Kind übt diese Tätigkeit um seiner selbst willen aus. Es hat verfolgt keinen sonstigen Zweck damit. Das zweite Merkmal ist Wiederholung und Ritual. Hier zeigt sich eben diese Motivation, dass das Kind eine Tätigkeit immer wiederholen kann, ohne sichtlich zu ermüden. Und Ritual bedeutet in dem Fall, dass das Kind eine Selbstüberhöhung erfährt, eben durch diese übertriebenen, ausgeprägten Handlungsformen. Und zugleich Sicherheit. Und schließlich haben wir als wichtigstes Merkmal die Realitätstransformation. Da geht es darum, dass das Kind die Welt umdeutet und in dieser umgedeuteten Welt nun handeln kann, wie es will. Es ist sozusagen der Schöpfer seiner Welt. Wie so eine selbstgemachte Welt von innen aussieht, haben wir Erwachsenen meistens vergessen. Zu lange ist es her, dass wir selbst einmal so richtig abgetaucht sind.